Alles klar, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Awakening mit mir, dem Mad King. In der letzten Folge haben wir Vigils Wacht erfolgreich vor der dunklen Boot gerettet und ja, es ist uns etwas Komisches aufgefallen und ja, das wäre, dass der Anführer der dunklen Brut irgendwie sprechen konnte. Normalerweise sprechen die nicht, sondern geben nur solche Geräusche von sich. Wenn wir sie töten, aber ja, dass sie sprechen, das ist schon sehr mysteriös. Und diesem Mysterium wollen wir auf den Grund gehen, wenn wir gleich mit den dreien hier über die Vorkommnisse, die restlichen Vorkommnisse mit der dunklen Brut hier in der Umgebung reden. Ich kann ja mal die Weltkarte zeigen, das sieht ja jetzt hier total anders aus. Wir sind ja jetzt hier in den, noch nicht in den freien Marschen, aber schon ein bisschen näher. Mehr von Amaranthi nach unten Richtung Richtung Denerim. Ja, unten ist Denerim. Wir sind jetzt hier in den Norden gezogen. Das Altum von Amaranthi. Und hier müssen wir ein bisschen aufräumen. Um schon mal hier so einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu zeigen. Jedoch wollte ich jetzt erstmal mit Anders reden, denn er ist ja der Neue in unserer Gruppe. Na, was geht? Ach komm, red mit mir. Weiß den Weg, Alter. Furchtloser Anführer. Keine... Wollen wir weiter? Ey, ich will mit dir reden. Was soll denn der Scheiß? Eine Kacke. Na gut, dann klauen wir uns erstmal hier so ein paar... Vorlage Gesundheitsrunde des Großmeisters und Traumverse. Okay. Rüstungsständer. Was haben wir denn hier? Tunika der Schwindlerin. Leichte Rüstung. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal den Quatsch hier liegen lassen. Das ist immer ein bisschen strange, dass wir hier gar nichts machen können. Oder nicht mit unseren Typen reden können. Vielleicht kann Ogren ja mit uns helfen. Ja, wo steht er natürlich? Vor dem Fass, ist ja klar. Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid. Yo, also ist das jetzt hier ein Awakening, dass wir gar nicht mal mit unseren Gruppenmitgliedern reden können, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ha, ich zapfe erstmal ein Bier. Ah, wer ist da? Hab ich euch erschreckt? Ich habe nur den Boden beobachtet und Ausschau gehalten nach den Schlitz. Einer der Jungs hat mir von den Schlitz erzählt. Er sagte, sie seien in Ferelden wirklich weit verbreitet. Sie liegen auf dem Boden und sehen aus wie ganz gewöhnliche Hosen. Bis man sich abwendet und dann schlagen sie zu. Aha, sie sehen aus wie Hosen? Nicht ehrlich. Die sind Hosen, die einem die Augäpfel aus dem Kopf fressen. Und wenn sie mit einem fertig sind, dann gehen sie einfach weg auf ihren widernatürlichen Hosenbeinen. Ha. Ach du Scheiße. dann will ich euch nicht weiter stören. Nein, Quatsch. oh, und euch hat niemand erzählt, was das wirklich Grauenhafte an ihnen ist? Das wirklich Grauenhafte? Es gibt keine Schlitz. Ach, verdammt! Ach, kommt schon, ich bin noch nicht einmal 2 Jahre an der Oberfläche. Woher soll ich denn wissen, was hier oben los ist? dieser Jacob kann was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Das mit dem Eierlegen in die Augenhöhlen wollte ich jetzt nicht sagen. Nachher dreht er noch völlig ab. Wir wollen ja mit ihm auf Abenteuerreise ziehen und nicht ihn hier total verstören. Dumarts Stachel, was ist das denn? Besser als Merricks Klinge? Bin ich total bekloppt? Weißstahl, okay. Oh. Ausdauerregeneration, ja. Aber nicht so viel Schaden gegen dunkle Brut, ne? Das stimmt. Da kriegt man 6 Schaden gegen dunkle Brut. Ich glaube, ich nehme das Thema mit. Und ja, Feuerblitz, komm, nehmen wir auch mal mit. Aber wir müssten mal ein paar Sachen verkaufen, habe ich das Gefühl. Jedoch habe ich auch das Gefühl, dass wir mit den Typen hier mal reden sollen. Ich glaube, wir reden erstmal mit der Ollen. Herrin Woolsey. Kommandant der Wächter, es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ich bin Herrin Woolsey und ich bin auf Befehl des ersten Wächters aus Weißhaupt hier. Ich soll als Kämmerin des Altums Amaranthin fungieren. Er war der Meinung, wir könnten den Einheimischen diesen Posten nicht anvertrauen. Einer dieser Einheimischen steht hier vor euch, Herrin Woolsey. Was den Kampf angeht, habe ich vollstes Vertrauen in die Loyalität der Wacht. Aber Gold kann selbst die aufrechteste Seele korrumpieren. Tja, schön. Mein Augenmerk gilt der dunklen Brut. Finanzielle Fragen können warten. Alles hängt mit finanziellen Fragen zusammen, Kommandant. Das Altum steht am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, Sir. Der Handel muss wiederbelebt werden. Irgendwo entlang des Pilgerpfades finden gezielte Angriffe auf Handelskarawanen statt.
Bedauerlicherweise ist er die einzig verlässliche Handelsroute, um eine Armee mit Nachschub zu versorgen, eine Stadt mit Nahrung zu beliefern und die Zivilisation aufrechtzuerhalten. Oh, scheiße, jetzt sind wir total von Vigils Wacht abhängig und reisen ja nicht immer quer durchs Land. Und deswegen müssen wir so eine Handelsroute mit Nachschub ja aufrechterhalten. Scheiße. Ja, und wie soll ich in dieser Angelegenheit verfahren? In der Stadt Amaranthine gibt es einen Händler namens Mervis, dessen Karawanen in letzter Zeit besonders betroffen waren. Er könnte wissen, wo auf dem Weg die dunkle Brut oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, zuschlägt. Aha. Und ja, der erste Wächter schickt mir eine Kämmerin. Nur eine Kämmerin? Ich brauche mehr Wächter. Die Bewohner Fereldens sind ein stolzes Volk. Und vor allem sind sie stolz auf euch. Hätte der erste Wächter auch noch ausländische Kämpfer geschickt, hätte dies in der einheimischen Bevölkerung gewaltiges Misstrauen geweckt. Varel wurde vor allem deshalb zum Truchsis ernannt, weil er hier großen Respekt genießt. Okay, ja. Warum interessiert sich der erste Wächter? Wer ist eigentlich der erste Wächter für Amaranthine? Für das Altum? Das tut er nicht. Aber er interessiert sich sehr für die Auswirkungen der hiesigen Entwicklungen. Als die Kommandantin der Wächter Dryden vor Generationen aus Ferelden verbannt wurde, hat dies einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Ihr selbst habt am Soldatengipfel ihre wahre Geschichte und die Hintergründe der Verbannung der Wächter enthüllt. Und ihr habt dafür ein großes persönliches Risiko in Kauf genommen. Nun stehen wir vor einem weiteren Präzedenzfall. Wächter, die Land besitzen und Lehnstreue von niederen Adligen fordern. Sollte euer Altum erfolgreich sein, wäre dies ein Vorbild für andere Königreiche. Es würde ihnen zeigen, wie wichtig die Wächter sind, auch wenn gerade keine Verderbnis herrscht. Ja, stimmt eigentlich. Die Wächter könnten eine neue Adelsklasse formen, wo wir die niederen Bürger unter uns versklaven. Nein, Quatsch. Wir sind natürlich die lieben Leute, die einfach nur Leute beherbergen und denen mit finanziellen Fragen helfen. Warte schon mal an Varshaupt? Nein, es liegt weit im Norden. Es heißt, die Festung sei uneinnehmbar. Es gibt dort noch immer die Horste, in denen in früheren Zeiten die Griffins gebrütet haben. Allerdings werden wir Wesen wie Sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Wieso das denn eigentlich? Kapiere ich immer noch nicht. Das wäre dann alles, Herrin Woolsey. Wie ihr meint, Kommandant. Ich nenne die einfach nur noch Olle oder sowas. Das erspart mir irgendwelchen Kauderwelsch, denn das kann ich irgendwie nicht richtig. Wär's das so schön akzentieren oder so? Egal. Hauptmann Garavel oder Garavel. Das ist schon viel einfacher, seht ihr? Kommandant. Dies hier ist Sir Garavel, der neue Hauptmann der Wache. Ich muss euch über etwas in Kenntnis setzen. Ach, was gibt's denn, mein Schöner? Was hast du denn? Ja, was gibt es denn? Gibt es irgendwas Wichtiges so? Es könnte dringend sein. Nachdem sie hier eingetroffen sind, haben die Orlesianer, die Wächter meine ich, angefangen, Informationen zu sammeln. Die vielversprechendste Spur, die sie gefunden haben, war eine wilde Geschichte, die ein paar Jäger herum erzählt haben. Aha, aha. Was haben die Jäger denn erzählt? Diese Jäger, Colbert und... der andere eben, haben behauptet, sie hätten einen Eingang in die tiefen Wege entdeckt. Dort soll überall dunkle Brut gewesen sein. Und das war noch bevor diese Kreaturen im gesamten Altum aufgetaucht sind. Die Wächter wollten gerade jemanden losschicken, um diesen Colbert ausfindig zu machen. Aha, dann heißt es, oder das kann es sein, dass die dunkle Brut ja durch diesen Weg hier hingekommen ist. Aha, sehr, sehr interessant. Wo ist dieser Colbert? Colbert und sein Freund halten sich in der Stadt Amaranthine auf. Oh. Vermutlich befinden sie sich unter den Flüchtlingen vor den Toren. Kommandant? Ach, wieso muss ich denn jetzt da hinlaufen? Mann, was ist das für ein Scheiß? Ja, um diese ganze Sache müssen wir uns als Aal hier kümmern. Das ist mega kacke. Aber ja, dennoch das Gefühl gut, gebraucht zu werden, ja. Truxes Varel. Nun denn, kommen wir also zur Sache. Orlais hatte ein Dutzend Wächter zur Wacht geschickt, um auf eure Ankunft zu warten. Nahezu alle sind bei dem Angriff gestorben. Nur Christoph ist noch auf seiner Mission. Christoph? Okay, jetzt anders geschrieben als bei uns. K-R-I-S-T-O-F. Wo ist der Christoph? Die orlesianischen Wächter waren darüber beunruhigt, dass die dunkle Brut nach dem Ende der Verderbnis nicht verschwunden ist. Christoph wurde ausgesandt, um einige Spuren zu verfolgen. Er ist vor 2 Wochen überstürzt aufgebrochen. Wir glauben, er hat sich auf den Weg in die Stadt gemacht, nach Amaranthine. Okay, und warum kehrt die dunkle Brut nicht in die tiefen Wege zurück? Ich glaube, dass wenn wir jetzt den erste
Gesprächsoption wählen, dass das Gespräch wieder beendet wird. Deswegen frage ich erstmal das hier. Darüber haben sich schon klügere Männer als ich den Kopf zerbrochen. Einer der Wächter sagte, die Stärke des Erzdämons habe der Horde eine Art Ziel gegeben. Wenn sie sich jetzt ein neues Ziel gesucht hat... Ah, scheiße. Muss ich sonst noch etwas wissen oder können wir uns über etwas anderes unterhalten? Nein, ich frage jetzt erstmal wegen Amarantine ist nicht gerade klein. Wie soll ich ihn da finden? Es gibt nicht allzu viele Orte, die Reisende aufsuchen würden. Ich an eurer Stelle würde die Gasthöfe und Tavernen überprüfen. Jo, gute Idee. Hat Christoph etwas darüber erzählt, was er herausgefunden hat? Das hat er. Allerdings nicht mir. Die Wächter beraten sich nur untereinander. Ja, toll, ey. Muss ich sonst noch etwas wissen? Oder können wir uns über etwas anderes unterhalten? Das ist die einzige Angelegenheit von absoluter Dringlichkeit. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen, Kommandant? Ja, was machst du eigentlich hier? Stehst du nur so dumm rum oder hast du irgendeine Aufgabe als Truxis? Alles, was ihr befehlt, Sir. Im Allgemeinen kümmert sich der Truxis der Festung um sämtliche anfallenden Aufgaben. Und falls etwas Wichtiges geschieht, informiere ich euch darüber. Aha, könnt ihr mir dann etwas über Vigils Wacht erzählen? Wir nennen sie die Wacht. Sie existiert schon seit ewigen Zeiten. Es heißt, die Barbaren der Alamari seien die ersten gewesen, die hier eine Festung errichtet haben. Sie wollten verhindern, dass Tevinter weitere Vorstöße aus den Ebenen des Wachen Meeres unternimmt. Angeblich wurde die Burg auf einem Berg aus Knochen erbaut. Der Tod ist hier zu Hause. Ja, ist natürlich schön. Wir haben ja viel mit dem Tod zu tun, also... Tja, könntet ihr mir noch einmal von Christoph erzählen? Das brauchen wir jetzt nicht. Lebt wohl. So, die Erweckung. The Awakening. Oh, dann ist der falsche Knopf. So, die Erweckung. Ja, enthülle das Rätsel um die intelligente dunkle Brut. Das ist unsere Hauptaufgabe. Warum es jetzt die Erweckung heißt oder The Awakening, namensgebend für den DLC oder das Add-on eher... Weiß ich selber noch gar nicht. Ich bin da nicht so weit gekommen in dem DLC, sage ich wieder, in dem Add-on. Deswegen, ja, müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass ich auch manchmal gar keinen Plan habe, was vor sich geht. Vielleicht auch mal interessant. Und ja, die letzte Legion, Colbert über seine Entdeckung. Also müssen wir jetzt eigentlich, ja, nach Amarantine, ne? Totaler Quatsch, dass wir da rein müssen. Nein, Amarantine ist schon sehr interessant. Wie ihr wünscht. Obwohl ich jetzt eigentlich Herz des Kriegers, okay. Obwohl ich da jetzt keinen Bock habe, reinzugehen, weil die Stadt irgendwie, naja, sieht ein bisschen kuddelmuddelig aus. Ja, sieht kuddelmuddelig aus, ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Können wir denn jetzt wenigstens mit unseren Typen reden? Wollen wir weiter? Ja, wir wollen weiter, alles klar. Botschafterin Kayra. Der Turm der Magi hat mich als Botschafterin entsandt, Kommandant. Neben meiner diplomatischen Funktion bin ich außerdem eine fähige Verzauberin und Runenschmiedin. Benötigt ihr vielleicht etwas? Dürfte ich sehen, welche Runen ihr im Angebot habt? Natürlich. Natürlich. Ja, leerer Runenstein. Ich glaube, davon kaufen wir uns mal ein paar. Denn anders werde ich dazu weiterentwickeln, Runen herzustellen. Das wird sicher sehr interessant. Ich kaufe mal so ein paar, ja. Diese Vorlagen, mit denen kümmere ich mich jetzt erstmal gar nicht. Okay, hier haben wir diese komischen Novizenrunen. Und daraus, die kann er dann erweitern, oder wie? Ich kapiere das. Hab das System bisher nie kapiert. Aber, ja, mache ich dann später mal. Kann ich euch behilflich sein? Was hättet ihr sonst noch? Ich möchte euch das verzaubern lassen. Ja, genau. So, ich habe hier nämlich noch meine Drachenknochenrüstung, denn die kann ich jetzt komischerweise aufrüsten. Das ist sehr mysteriös. Ach so, ja, jetzt kapiere ich das. Genau, aha. Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, kurzer Lichtblitz. kann ich jetzt auch Rüstungen verzaubern? Das war ja vorher nicht möglich anscheinend. Und zwar sind dann diese neuen Runen sehr interessant für. Sturmrune, die jetzt hier Chance auf Distanzgeschossen auszuweichen, erhöht. Oder diese Konstitutionsrunen. Vorher, jetzt fällt es mir auch wieder ein, konnte man ja nur Waffen aufrüsten. Ihr seht es ja, hier habe ich alle meine Runen. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal die Zwillingsklinge etwas erhöhen. Oder deren... Schaden bei der dunklen Brut. Wo haben wir denn hier diese... nicht Großmeister Flammenrune, Experten Silberritrune, ja. Großmeister Silberritrune macht natürlich 10 Schaden gegen dunkle Brut. Aha, geil. Dann gebe ich dir nochmal hier so einen... Ja, Feuerschaden, wieso nicht? Und Lähmungsschaden, ja. Da mein Dolch ja öfters trifft oder schneller ist als mein Schwert,
ist das besser da, den die Chance auf Lähmung drauf zu machen, weil, ja, je mehr Treffer, desto höher ist die Chance auf Lähmung bei dem Gegner. Merricks Klinge kann ich auch nochmal mit so einer Flammenrune ausrüsten. Und von mir aus nochmal mit einer Gesundheitsrune? Nein. Irgendwas Interessantes. Interessant ist hier gar nichts. Ach komm, dann nehmen wir einfach mal die Gesundheitsrune. Wo haben wir sie denn? Da, alles klar. Und bei Ogryn, auch Ogryn können wir auch noch was geben. Hier ist eine andere silberne Rune, ja, auf jeden Fall. Und eine gute Blitzrune des Meisters, oh ja. Auf jeden Fall. Die anderen Sachen, Rüstung der Legion, die Ogryn ausgerüstet hat, geht natürlich jetzt. Wir haben jetzt natürlich jetzt nur diese Sachen hier. Komm, die gebe ich einfach mal Ogryn. Ogryn muss ja auch irgendwas haben hier. Annehmen, gut. Ja, alles klar. Und da hinten ist so der Händler, oder was? Herrin Woolsey sagt, ich kann meine Waren hier anbieten. Im Moment herrscht hier zwar absolutes Chaos, aber ich bin sicher, das wird sich in Kürze ändern. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Ach, das ist ja grausig. Die Sprachausgabe ist ja grausig. Das passt doch überhaupt nicht zu dem Typen. Guckt euch den doch an. Bart, oder der sieht jetzt nicht so pussy aus, wie die Stimme das jetzt vermittelt. Oh Gott, ja. Ach ja, wenn man gerade schon von Stimmen redet, ja. Ich werde heute im Verlauf des Tages einen Sprachvergleich von Dragon Age 2 hochladen, so wie ich das bei Dragon Age Origins gemacht habe. Nur mal eben kurz, um allen zu zeigen, wie scheiße die deutsche Sprachausgabe da ist, beziehungsweise ist sie noch beschissener. Vor allem da die, wie soll ich das ausdrücken? Es ist jetzt nicht gravierend, jedoch nervt es mich zu Tode, dass die bei Alistair einfach den Synchronsprecher geändert haben. Und ja, in Deutschland hört er sich so kacke an, dass ich ihn einfach nur töten möchte. Jedoch ist er im Englischen immer noch perfekt, so wie früher. Und ähnelt auch noch besser der deutschen Sprachausgabe aus dem ersten Teil. Also, nur mal so zur Info. Also macht euch schon mal gefasst auf den Sprachvergleich. Ich habe mal so ein paar Szenen rausgesucht vom Anfang. Ich wollte jetzt nicht wieder das ganze Spiel durchspielen, vor allem, weil ich meine Spielstände verloren habe. Ja. Und dann werde ich mal hier so ein bisschen was shoppen gehen. Shoppen. Ja, was hat der denn hier so? Nur Scheiße. So wie ich das sehe. Ne, okay. Hier hat er so ein paar Orden des Speers. Plus 10 Konstitution. Das ist ja mal mega heftig. Wenn wir mal einen neuen Tank haben, dann kann ich das hier mal kaufen. Ansonsten Handbuch Schatten. Dass er mich nicht sieht, heißt nicht, dass ich nicht hier bin. Die traurige Geschichte eines Schurken, der ohne Liebe aufgewachsen ist. Oh, ohne Liebe, oh. Natürlich schade. Oh, Rucksack, ja, auf jeden Fall. Geilen Rucksack, ja. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier alles verkauft habe, was wir nicht brauchen. Oh, guckt euch einfach mal an, wie geil diese Flammen auf meinem Rücken tanzen. Oh, ja, geil. Und wie die Blitze an seinem Po wackeln. Ja, ach ja, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich habe jetzt mal hier die Leiste etwas neu geordnet, beziehungsweise auch erweitert, soweit wie es geht, damit mein Wasserzeichen noch hier sichtbar ist. Und ja, ich habe nochmal bei allen anderen hier die Leisten aufgeräumt, damit das etwas schöner aussieht. Oh, shit, ja. Oh, jetzt haben wir auch mal persönliches Lager. Verstanden. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, wir haben ja hier so ein paar Lager. So eine Lagertruhe. Moment. Wo wir einfach irgendein Zeug reinschmeißen, was wir nicht verkaufen wollen. Ja, so wie diese Zwillingsklinge lasse ich erstmal. Meister der Tiere. Diese ganzen Pfeile. Wir haben noch gar keinen Typen, der hier irgendwelche Pfeile verschießt. Also, ja, genau wie das hier, boah, wunderschön. Und jetzt mit unseren neuen Sachen. Oh ne, das Gewand des Seers, das könnte ich noch gebrauchen. Mit unseren neuen Sachen oder mit unserem neuen Rucksack können wir jetzt so viel tragen, wie nur geht. Oh yes, gehen wir mal raus. Ja, wen nehmen wir denn wohl mit? Ich nehme dich und dich. Oho. Natürlich nehme ich die beiden mit, ist ja wohl klar. Kommandant der Grauen Wächter, ich fasse es nicht. Also, vor kurzem wurde in der Wacht ein Dieb aufgegriffen. 4 Wächter waren nötig, um ihn festzunehmen. Einem der Wächter hat er ein schönes Pfeilchen verpasst, das kann ich euch sagen. Sie haben darüber gescherzt, dass er bestimmt einen guten Rekruten abgeben würde. Aha, ja klar, wieso nicht? Wo ist dieser Dieb jetzt? Er ist im Kerker, Sir. Ich habe hier außerdem einige Briefe für euch. Sie sind kurz vor eurer Ankunft hier eingetroffen. Okay, zeigt sie mir. Ja, natürlich. Sofort. Aha, jetzt haben wir hier so ein neues, dieses Quest aufgeben. Dieser Priester damals. Haben wir jetzt hier so ein Briefe, was heißt hier, Inventar.
Übersicht. Lösegeld für eine Tochter. Kommandant der Grauen Wächter, mein Name ist Sir Edgar Bensley und ich bin einer eurer loyalen Vasallen. Meine Tochter und eine einzige Erbin, Eileen, wurde von Snake, Mosleys grausamer Bande von Schurken entführt. Lehen nur klein ist, meine Mittel begrenzt, bla bla bla, ich habe keine Eier in der Hose. Flehe euch an, mir beizustehen. Lösegeld soll zu der verlassenen Kirche in der verlassenen Bucht gebracht werden. Wenn ihr das Lösegeld für mich aufbringt, schwöre ich euch bei Andraste, dass ich es euch zurückzahlen werde, sobald es mir möglich ist. Meine Gebete begleiten euch und meine geliebte Tochter, ja. Nehme ich mal an. Warum wir das machen, ist ja jetzt schnurzegal. Weit abgelegen, verehrter Kommandant, mein Gemahl von uns gegangen ist. Bla bla bla, bla bla bla. Werden dort. Hier steht irgendwie nur drin, dass wir dir helfen sollen, der Ollen. Okay. Ja, ich will mich erstmal um den Gefangenen kümmern. Es scheint ja sehr interessant zu sein. Oh, oder nein, wir werden erstmal hier ein paar Stufen aufsteigen. Oder ist das jetzt immer noch hier mit der Spezialisierung? Weiter. Aha, ich glaube, das mache ich später. Wir kümmern uns erstmal um den Gefangenen. Da ist auch noch einer mit einem Ausrufezeichen auf dem Kopf. Mhm. Ich möchte euch nicht beunruhigen, Kommandant. Aber in der Wacht könnte noch immer dunkle Brut sein. Ach so. Es gibt hier immer noch dunkle Brut? Lasst es mich euch erklären. Ihr kennt doch Dworkin, oder? Der Sprengstoff dieses verrückten Zwergs hat die gesamte Festung erbeben lassen. Dadurch sind einige der unteren Keller eingestürzt. Ich nehme an, dass dort unten noch dunkle Brut eingeschlossen ist. Über kurz oder lang könnte sie sich den Weg freigraben. Ah, toll. Ich bin zwar gut darin, dunkle Brut zu erschlagen, aber graben ist nicht unbedingt meine Stärke. Wir haben Männer, die die Trümmer abtragen könnten, wenn ihr es befehlt. Sobald ihr bereit seid, kann ich euch in die Keller führen. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch etwas erledigen. Aber natürlich. Alles klar. Das ist ja sowas von heftig, ey. Wo überall so eine Scheiße ist, so ist das jetzt hier der Kerker. Ah, okay. Alles klar. Auf zum Kerker. Yo, yo, yo. Na du, Schnuckelchen? Ah, Kommandant. Gut, dass ihr hier seid. Der hier ist jetzt schon seit 3 Nächten hier eingesperrt. Gute Männer sind gestorben, während er sicher in seiner Zelle gesessen hat. Aha, und wer ist er? Er will uns seinen Namen nicht nennen. Ich weiß nur, dass er aufgegriffen wurde, während er mitten in der Nacht um das Anwesen geschlichen ist. Ich hätte ja gesagt, er ist nur ein einfacher Dieb. Aber es waren 4 graue Wächter nötig, um ihn festzunehmen. Ihr solltet vorsichtig sein. Wer auch immer er sein mag, ein gewöhnlicher Dieb ist er jedenfalls nicht. Ja, ich möchte allein mit ihm reden. Wie ihr wünscht, Kommandant. Ich informiere den Truxes, dass ihr hier seid. Er wird wissen wollen, was ihr mit diesem Mann zu tun gedenkt. Aha, wir kümmern uns erstmal hier um die Habseligkeiten eines Gefangenen. Okay. Das sollte kein Problem sein. Nein. Langbogen aus Antiva, verzerrte Lederhandschuhe, also so ein... Ja, so ein Bogenschießer-Typ. Alles klar, was geht denn, Alter? Na, wenn das nicht der große Held ist, der Bezwinger der Verderbnis und Sieger über alles Böse. Solltet ihr nicht eigentlich 3 Meter groß sein, mit Augen, aus denen Blitze schießen? Ja, die dunkle Brut sieht mich vermutlich so. Ich hätte einfach gedacht, der Mörder meines Vaters wäre irgendwie beeindruckender. Ich bin Nathaniel Howe. Bevor ihr aufgetaucht seid, haben diese Ländereien meiner Familie gehört. Erinnert ihr euch überhaupt noch an meinen Vater? Ach so, euer Vater. Oh, das war Gallien zu meucheln. Oh ja. Oh, es hat mir so eine Satisfaction gegeben. Euch sicher auch. Mhm. Ja, euer Vater hat sich sein Schicksal selbst zuzuschreiben. Mein Vater hat unter dem Helden der Schlacht am Dane gedient und gegen die Olesianer gekämpft. Und doch hat unsere Familie alles verloren. Ich bin hier, weil ich versuchen wollte, euch zu töten. Das dachte ich jedenfalls. Ich wollte euch eine Falle stellen. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich eigentlich nur einige Dinge aus dem Besitz meiner Familie zurückhaben möchte. Sie sind alles, was mir geblieben ist. Aha. Hier sind noch Besitztümer eurer Familie? Wir haben früher hier gelebt. Mein Vater hat nicht alles mit nach Denerim genommen. Hört zu. Ich weiß, ihr seid ein Held. Ihr habt einen Krieg geführt und gewonnen. Und es ist nun mal so, dass dem Sieger die Beute gebührt, richtig? Aber egal, was mein Vater getan hat, es ist nicht gerecht, dass meine gesamte Familie dafür büßen muss. Diejenigen Haus, die noch übrig sind, sind jetzt Geächtete. Und das alles haben wir euch zu verdanken.
Ist es nicht ironisch, dass jetzt auch mein Schicksal in eurer Hand liegt? Ja, aber dein Vater war ein totaler Arsch und hat Elfen versklavt und so ein Shit. Mit Drogen gedealt wahrscheinlich auch noch oder so und Leute gefoltert im Keller. Das geht einfach gar nicht. Deswegen ist es nicht meine Schuld, dass ihr geächtet seid. Ja. Was würdet ihr tun, wenn ich euch laufen lasse? Wenn ihr mich laufen lasst, ich weiß es nicht. Ich bin erst vor einem Monat nach Ferelden zurückgekehrt. Wenn ihr mich laufen lasst, komme ich vermutlich irgendwann wieder hierher zurück. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal mehr Glück. Aha, mit solchen Aussagen tut ihr euch keinen Gefallen. Ich könnte auch lügen, falls euch das lieber ist. Okay, soweit ich weiß, war es ziemlich schwierig, euch festzunehmen. Ich bin nicht unfähig. Ich habe meine Zeit außer Landes nicht damit verbracht, Röcken nachzujagen und Wein zu saufen. Tja, und welche Fähigkeiten habt ihr in dieser Zeit erworben? Jagen, spähen, Gifte. Warum? Was kümmert euch das? Ja, diese Fähigkeiten können wir gut gebrauchen. Und eure Familie hat sich ihre Probleme selbst zuzuschreiben. Die Haus sind Ferelden seit 12 Generationen treu ergeben. Meine Vorfahren haben schon unter König Kaelen Hutt gedient. Und nun ist alles verloren. Also macht schon und tut, was ihr nicht lassen könnt. Ja, hast du mich denn wirklich so sehr? An all dem ist doch nur die dunkle Brut schuld. Hätte es die Verderbnis nicht gegeben, hätte mein Vater vielleicht niemals getan, was er getan hat. Solltet ihr... Und doch kann ich nichts gegen sie unternehmen, nicht wahr? Es gibt nur euch und die grauen Wächter, hier, in meinem Haus. Ich höre jetzt immer noch, dass diese deutsche Sprachausgabe manchmal solche Fehler hat, die irgendeinen Satz beginnen und dann blüpp, das weg ist. Ja, vielleicht solltet ihr etwas tun, um euren Namen reinzuwaschen. Ja, das denke ich nämlich auch. Ihr habt recht. Ich werde augenblicklich in König Alistairs Dienste treten. Ich bin mir sicher, er gibt deinem Hau noch einmal eine Chance. Alistair, du bist doch echt ein Arsch, ey. Ich habe entschieden, was ich mit euch machen werde. So schnell. Gut. Der Truxas kam mit mir, Kommandant. Wie ich sehe, habt ihr euch mit unserem Gast unterhalten. Er ist ziemlich schwierig, findet ihr nicht? Nun, habt ihr entschieden, was mit ihm geschehen soll? Ja. Wusstet ihr, dass er Nathaniel Howe ist? Er ist ein Howe? Ich hätte wissen müssen, dass sie früher oder später wieder auftauchen. Die Howes sind unerbittliche Feinde, Kommandant. Ja, dennoch möchte ich mich auf das Konskriptionsrecht berufen. Was wollt ihr tun? Ja. Verzeiht, Kommandant. Das Konskriptionsrecht? Für diesen Gefangenen? Nein, auf keinen Fall. Eher lasse ich mich von euch hängen. Tja, ich will aber, dass ihr euren Namen reinwaschen könnt. Oder ich will euch diese Möglichkeit bieten, bevor ihr nochmal der Versuchung erliegt, mich zu töten. Habe ich etwa gesagt, dass ich euch eine Wahl lasse? Nein. Denkt ihr nicht, dass diese Alternative besser ist als der Tod? Schwer zu sagen. Habt ihr denn gerne graue Wächter in eurer Nähe, die euren Tod wollen? Ha, einer meiner besten Freunde wollte meinen Tod. Ja, Severin. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das ein Vertrauensbeweis oder eine Strafe ist. Eine interessante Entscheidung, Kommandant. Kommt mit mir, Sir. Wir werden sehen, ob ihr den Beitritt überlebt. Von diesem Moment an seid ihr Nathaniel Howe, ein grauer Wächter. Der Moment der Wahrheit. Der kleine Howe ist stärker, als ich erwartet hatte. Was auch immer daraus entstehen mag, er wird überleben. Yes, Baby, ja. Ah, den Sohn unseres ärgsten Feindes. Unserer Gruppe hinzuzufügen, ist schon eine echt geile Sache. Zumal man muss bedenken, dass wenn man einen Menschen gewählt hat bei Origins, dass Howe ja auch noch der Typ ist, der dessen Vater und Mutter getötet hat, ne? Also wäre das jetzt natürlich noch heftiger gewesen, aber trotzdem, für uns ist das ja so schon heftig, dass er uns
unsere in Denrim so eine Scheiße gemacht hat mit unseren Leuten da. Und ja. Ich werde dann hier mal die Folge beenden. In der nächsten Folge sprechen wir mal mit Nathaniel und den restlichen Typen hier. Und ja, dann können wir uns aufmachen nach Amerenzin. Dort, also in die Stadt richtig. Wo wir noch ein bisschen, ja, wieder ein bisschen kämpfen können. Oh ja, oh ja. Verlassene Bucht und hier, okay. Ja, nach oben geht's dann, die Stadt Amerenzin. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, drückt auf Gefällt mir. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Und ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.